Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Jurassic Island. Ja, es ist jetzt ja eine Weile her seit der letzten Folge. Ja, eine Woche, glaube ich, ungefähr. Ja, aber jetzt geht's endlich weiter. Ganz vergnügt. Ich werde jetzt aber in den nächsten Tagen noch nicht den T-Rex wahrscheinlich ausbrüten. Ich will erst mal ein paar Vorbereitungen treffen. Ich habe jetzt gemerkt, wie schnell das mit dem Allosaurus doch ging, wie der erwachsen geworden ist. Unser kleiner Spike. Ja. Können wir ja gleich mal rausgucken. Ich will zum Beispiel auch in den nächsten Folgen mal ein bisschen das Haus auf Vordermann bringen. Ein größeres Haus bauen. Gehört ja auch dazu. Die Kuhfarm vielleicht mal ein bisschen besser gestalten. Das Gehege hier eindeutig mal abreißen, komplett verbessern, denn ja, Spike hat es ja trotzdem geschafft, irgendwie da raus zu entkommen. Und T-Rex schafft das wahrscheinlich erst recht. Ja, und für T-Rex braucht man ein viel größeres Gehege als für Spike. Deswegen müssen wir da noch ein paar Vorbereitungen treffen. Doch heute habe ich erstmal was anderes geplant. Ich nehme mal kurz die Diamantspitzhacke, die wir hier haben. Wir gehen heute mal in die Mine runter. Und warte, haben wir noch Eisen eigentlich? Bin ich blind oder? Wir haben 8 Eisen. 5. Ja, das ist unser ganzer Eisenvorrat auch noch. Wir werden definitiv noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Das steht fest. Und Kohle nehme ich auch gleich mal mit. Komm. Eine Eisenspitzhacke kann ich mal machen. Ich habe nämlich noch ein bisschen Eisen verbraucht gehabt. Zwischendurch mal irgendwann. Das ist jetzt auch für mich ein kleines Weilchen her. Ja, ich habe jetzt sonst nichts weiter gemacht. Ja, Spike ist da hinten schön, ganz brav in seinem riesigen neuen Gehege. Was euch auch schon richtig total gefallen hat, wie ich in den Kommentaren gelesen habe. Ja. Ach ja, und wer es noch nicht mitbekommen hat, in der Beschreibung ist jetzt auch ein Link zum Modpack. Wer das Modpack gerne mal auch spielen möchte, der kann da gern vorbeischauen, sich einfach downloaden, wird auch regelmäßig wie heißt es nochmal? Ach, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aufs Wort. Ja, gut. Die Updates kommen pünktlich, ich habe jetzt irgendwie kurz den Namen vergessen, wie es nochmal genau heißt. Ja, egal. Die Updates kommen auf jeden Fall pünktlich immer. Also ich habe jetzt auch noch einen neuen Mod reingepackt. Nämlich den Enchanting Plus Mod. Den werden wir heute nämlich wirklich mal auch noch in Angriff nehmen. Deswegen habe ich gleich die Diaspitzhacke mitgenommen. Weil wir einfach gleich noch ein bisschen Obsidian mitnehmen und einen Verzauberungstisch bauen. Um uns dann so einen. Warte. Um einen Advanced Enchantment Table zu machen. Den man so hier baut. Da brauchen wir noch eine Enderperle und einen Lohnstaub. Okay. Wir werden uns ein bisschen Obsidian mehr mitnehmen. Damit wir in den Nether können. Und das will ich jetzt so in den nächsten Folgen mal erreichen. Mit dem können wir nämlich wirklich komplett auch entscheiden, welche Verzauberung auf unsere Sachen draufkommen soll. Und wir können sie auch wieder runternehmen, wir können die Werkzeuge reparieren mit Leveln und so in den Teilen. Wir können die Stufe auswählen von den Verzauberungen, also da kann man einiges mitmachen, was sehr hilfreich ist für große Bauprojekte hier. Denn wir haben ja wirklich sehr, sehr viel, also das T-Rex-Gehege muss ich ja auch noch ausheben und alles dann. Da werde ich dann auf jeden Fall ein bisschen in der Folge mitmachen. Irgendwo ein Zombie. Über uns hört sich, so hört sich das an. Das ist aber eine große Eisenader. Der ist hier genau nebenan irgendwo. Da ist er doch. Ich habe mich schon erschreckt. Ja gut. Das ist der andere Zombie. Ja, hier ist unsere kleine Mine.
Ist hier noch einer? Ich mache hier erstmal kurz zu. Ich habe jetzt gerade keine Lust, da durchzugehen. Haben wir noch Eisen liegen? Nö. Gut. Nur Kohle. Ja, die Kohle habe ich jetzt auch gerade nicht so richtig viel Lust, die mitzunehmen. Die brauchen wir jetzt auch nicht so mega dringend die ganze Zeit. Zu viel Kohle brauchen wir nicht. Oh, da habe ich Fossilien übersehen. Ich sollte nicht mit der Diaspitzhacke abbauen. Die brauchen wir noch für unzählige Obsidian. Also warte mal, wie viel Obsidian brauchen wir? 14, wenn ich mich nicht verrechnet habe. 10 fürs Portal und 4 für unsere Verzauberungsfische. Ein Huhn? Hallo Huhn. Ah, hier bin ich. Okay, gut. Dann gehe ich mal gucken, da, dass ich da zu meinen Todespunkten komme. Denn da geht's wirklich. Da sind diese Teile eben. Also da ist eine riesige Schlucht oder sogar mehrere Schluchten, eher gesagt. Wo es richtig schön viele Erze gibt. Und auch Obsidian. Jedenfalls müsste es da Obsidian geben. Mit dem, was ich da eben alles noch gemacht habe. Mit Wasser und so. Ich hoffe es mal, dass ich da. Naja, zur Not können wir uns einen Wassereimer basteln. Ich habe ja alles dabei. Ach ja. So. Muss man das Eisen mitnehmen. Und hier ging es anscheinend doch nicht lang. Ja, das war ein komplizierter Weg. Und ich bin da jetzt auch ewig schon nicht mehr gewesen. Weil ich die ganze Zeit Eisen durch das Abbauen vom Gehege da gekriegt hatte. Ja, ging es hier lang? Frage ich mich gerade mal. Hier nicht. Nö, hier war es nicht. Gut. Alter, was war das? Nö, das war auch nichts. Okay, gut. Dann hoffe ich mal, dass wir gleich den Weg finden. Müssen wir wahrscheinlich einfach nochmal hier rein wieder. Ja, ihr habt euch ja auch noch gewünscht bei der Abstimmung, die ich mal gemacht habe, ob wir jetzt hier, ob ich jetzt mehr Offscreen farmen soll und so, dass ich auch ab und zu mal in den Folgen farmen gehe. Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Ha, dummes Skelett. Hat dich auch erwischt. Aha. Oh, ich bin fast tot. Schwinde. Ach, ist tot. Ich sollte erstmal regenerieren. Also, ja. Wo ging es nochmal lang? Da war es eine An. Oh, da sind noch Fossilien. Nochmal komplett ausleuchten. Beim letzten Mal hatte ich, glaube ich, nicht genug Fackeln dabei. Die Lava hier unten lasse ich jetzt aber mal. Ich will unter diese Schlucht rein. Ja, hier war ich schon. Hier sind wir durchgegangen eben. Also war es doch eine andere Höhle, wirklich? Hm, muss ja anscheinend so sein. Da sind noch Fossilien, die ich übersehen habe. So, dann kommt her. So. Dann können wir nämlich mit dem Zaubertisch auch eine Verzauberung drauf machen, dass man zum Beispiel mit einer Spitzhacke von uns dann einfach richtig, richtig viele Biofossilien einfach aus den Fossilien kriegen und so weiter. Also die wertvollen Sachen, nicht nur diese, nicht nur normale Knochen und sowas eben. Das, was man nicht so doll gebrauchen kann, kriegt man dann eben nicht mit rein. Ich frag mich gerade, wo war ich da nochmal reingegangen? Wie bin ich da nochmal reingekommen? Wirklich eine gute Frage. Also, bin ich durch da hinten die Schlucht reingekommen oder war hier eine Höhle? Ah, genau hier bin ich reingegangen. Genau, genau. So war das doch. Ist eine Weile her. Ich hätte hier mal ausleuchten sollen. Hätten jetzt noch ein Skelett. Weg mit dir und diese Spinne da auch. Und dann leuchte ich. Oh, das ist nochmal ein Zombie. Zwei Zombies. Drei Zombies.
Hä, wo kommt doch einmal der dritte? Ist da ein Spawner? Nö, gut, ich gehe lieber woanders lang. So, bleibt ruhig dahinter. Das ist eigentlich auch eine gute Monsterfarm hier. Ich werde hier erstmal überall ausleuchten, dass hinter mir nichts passiert. Naja, gut, jetzt komme ich doch tiefer rein, als ich wollte. So schnell. Hier sind die Fossilien gar nicht abgebaut. Obwohl ich ja eigentlich wirklich einen Großteil an Fossilien mitgenommen habe. Bin ja hauptsächlich zum Ressourcen- und Fossilienfarmen reingegangen. Die nehmen wir einfach dann auf dem nach oben Weg wieder mit. Ich glaube, ich gehe sogar zwischen den Folgen dann nach oben. So, oh, Gold! Das können wir auch sehr, sehr doll gebrauchen. Wir haben ja unsere Skarabäus-Edelstein da. Da können wir dann mal ein Skarabäus-Werkzeug herstellen. Was besser als Diamant ist. Ich will da auch keine Diamanten für verschwenden. Da ist es ganz gut, dass es da, dass es auch mit Goldwerkzeugen geht. Da sind noch. Nein, nicht mit der Goldspitzhacke. Ich muss da echt aufpassen. Diamantspitzhacke meine ich. Ich muss da echt aufpassen. Das wirklich nicht das Falsche nehme. Es hat verheerende Folgen, wenn ich das Falsche nehme. Ach, dumme Zombies. Verschwindet. Nein, wo kommt der denn jetzt noch her? Wieso gibt es hier so viele Zombies? So, ich leuchte hier auch nochmal aus. Da ist ein Skelett. Bin ich denn hier gelandet? War ich hier? Hier war ich noch nicht. Gut. Oh Mann, meine Fackeln sind gleich wieder alle. Oh, diese Höhle ist einfach riesengroß. Hier war ich noch nie in der Höhle. Oh, so viel Eisen und anderes Zeug. Ich bin auf Höhe 30 hier so. Oh, dummes Skelett. Oh, Lapis. Ach ja, das mag ich an der Version hier auch noch. Dass man einfach keinen Lapis braucht zum Verzaubern. Das fand ich immer toll. Das hat es irgendwie so auch ein bisschen kaputt gemacht, das Verzaubern. Den Spaß daran. Dass man einfach nur noch Level farmt, das war schön. Oh, hier ist ganz viel Obsidian. Das nehmen wir, glaube ich, gleich mal mit. Oh! Diamanten! Juhu, wieder Dias. Und richtig viel Gold, Fossilien und alles. Also, ja. Das lohnt sich ja richtig gerade. Ja, ja gut, wieso stehe ich da eine Fackel hin? Das ist völliger Quatsch ist das ja. Drei Diamanten. Oh. Vulkangestein. Auch schön, aber ja. Kann man eben nicht wirklich was mitmachen. Das ist auch von Fossil und Archäologie. Ich habe einen Enderman gehört. Das war auch noch eine Enderperle, die man braucht. Ich hoffe mal, ich finde ihn. Da ist es doch, ich hab's gefunden. Da ist er irgendwo drin, der Enderman. Ich weiß es ganz genau. Versuche mich jetzt mal so schräg hoch zu graben. Damit hier nichts reinkommt, was gefährlich ist. Oh, da war ein Zombie. Ein gut Zombie. Oh Mann. Weg, weg mit euch. Wo kommt der denn her? Wo kam denn der auf einmal her?
Komm. Spinni, Spinni, Spinni. So. Genau. So, ich kleide mal den Raum hier ein bisschen aus. Komm doch rein, mein lieber Enderman-Freund hier. Los, komm her. Ja, und da ist auch schon die Enderperle, die wir brauchten. Brauchen wir jetzt nur noch Lohnruten und sowas. Ich mach mal kurz ein paar Fackeln. Komm, ein paar mehr. Wir haben so viel Kohle, da können wir komplett Fackeln draus machen, glaube ich. Hat sich bisher ja schon richtig gelohnt, also. War richtig guter Loot bisher. Ich will noch mehr. Ich leuchte erstmal hier alles aus, das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Coole Höhle ist es auch, das steht fest. Da ist ein Spawner! Ist das ein Spinnenspawner oder was ist das für ein Spawner? Beeilen uns am besten mal. Ja, Spinnenspawner. Sofort komplett abriegeln diesen Spawner. So. Fossilrekord. Hör mir mal gern an. Ein paar Sättel, das ist auch schön. Ja, warte, Redstone kann ich brauchen. Oh, noch so eine. Ja, warte, komm. Die können wir hier lassen, die findet man eh nochmal richtig. Dann später ganz viel. Ich bin hier gar nicht, ich muss hier mehr ausleuchten. Ich denke gerade die ganze Zeit, weil ich die Fackel in der Hand halte, hier ist alles ausgeleuchtet. So, Fossilien. Oder eigentlich würde ich die Fossilien sogar später für die Verzauberung da lassen, weil mit der Verzauberung ist es einfach effizienter dann. Wenn wir dann mehr Biofossilien rauskriegen und so weiter. Wir nehmen jetzt erstmal das ganze Eisen hier mit. Und das Lapis. Lapis ist schön. Und gibt noch XP. Eisen auch ganz viel. So. Ja, damit. Wir nehmen alles. Oh, und ich sehe auch schon, es ist gerade schon 18 Minuten. Komm, ich mach noch ein bisschen. Ich kann ja mal die Folge ein kleines bisschen länger machen. Dafür, dass eben jetzt ein kleines bisschen keine Folgen kamen, eine Zeit lang. Dann mache ich die Folgen jetzt einfach mal ein kleines bisschen länger hier. So, ein bisschen Eisen, Gold und so nehme ich alles gerne mit. Das schmeiße ich weg, das brauche ich nicht. So. Oh, ganz viel Zeug, was wir mitbringen hier. Lasse ich erstmal so, hier war ja jetzt nichts Großartiges mehr. Soweit ich gesehen habe. Jetzt möchte ich mal wissen, wo. Ach, das ist ja noch Gold, das habe ich ganz übersehen. Oh Mann, was ich nicht hier alles übersehe in diesen Höhlen. Also ich mache jetzt einfach ein kleines bisschen länger, die nächste Folge dann auch. Dann machen wir dann einfach hier in der Mine dann gleich weiter. Oder? Ja, gut, dann machen wir dann in der Mine weiter. Eigentlich, oder? Ich möchte jetzt eigentlich nicht zu viel aufnehmen, weil ich am Wochenende eigentlich noch streamen wollte. Oh, Amber, Amber, juhu, Bernstein! Also die Jurassic Craft Dinos, die kriegt man auch schon leicht hin, aber ich weiß nicht so recht, ob wir die schon machen sollten. So wie ich schon Probleme habe mit Gehegebau die ganze Zeit erstmal. Da war keins. Das ist Redstone da hinten. Ja, ich glaube, wir bauen erstmal das Obsidian ab, was hier hinten irgendwo war. Hier unten, genau.
Da ist noch ein Creeper, oh Mann. Da ist noch ein Skelett, wie schön. Dummes Skelett, ich hasse es. Aha. Dummes Vieh. So, erledigt ist es. Mach ich das mal zu und bauen wir hier kurz eine Treppe runter. Dann haben wir wenigstens schon mal das Obsidian. Und in der nächsten Folge wird man einfach diesen Zaubertisch machen. Den werde ich dann eben nicht im Stream zeigen. Oder nee, wir müssen ja erstmal das Nether-Portal bauen. Nether-Festung zu finden und so weiter. Da war ja noch was. Ja gut. Da ist sehr wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeug drunter. Denke ich mal. Yep, genau. Das, sowas meine ich eben. Lass ich mal kurz Wasser da reinfließen. Oh, ein Lavasee. Ich weiß jetzt nicht, wo der Creeper hier gerade stirbt, aber das ist toll. Gefällt mir, dass er stirbt. Ja, da können wir nämlich wirklich bis zu alle Level, also alle Sachen wirklich maximal drauf packen. Das ist jetzt. Mann, jetzt ist das schöne Obsidian verbrannt. Ich muss einfach mein Inventar mal aufgeräumter halten. Schöne Obsidian, die ich mir hart erarbeitet habe hier gerade. Wir brauchen doch 14 Stück. Also ja. So, ich platziere da jetzt mal Steine hin. Ich möchte gerne, dass das Wasser hier so reinfließt als Kanal, dass das dann sofort, dass die Lava, die drunter ist, zu Obsidian erstarren lässt. Deswegen mal es jetzt mal so hier. Warte, wir können ja hier drüben anfangen. Und uns dann immer weiter reingraben. Ja. Ich mache, glaube ich, so 25 Minuten Folgen jetzt erstmal. Oder? Ich glaube, ich werde morgen nochmal die. Also die nächste Folge wird einfach gleich morgen schon mal wieder kommen. Sage ich euch einfach mal. Vor dem Stream, weil ich wollte gern Samstagabend streamen. Mal ein bisschen T-Rex-Gehege Vorbereitungen und so treffen da. Ja, Gehegebau und sowas mal im Stream. Das finde ich auch mal ganz interessant, wenn man es mal im Stream machen kann hier. Ja, könnt ihr mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. So einen schönen kleinen Stream machen. Mit Gehegebau und sowas, wo das eben da reinkommt. Oder Farming im Stream und so. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Ich werde jetzt hier noch den Rest des Obsidians farmen. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Die dann morgen kommen wird. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.